Mobilität der Zukunft, digitale Start-ups, Wirtschaft 4.0, digitalisierte Bildung und digitale Gesundheitsanwendungen. Das alles möchte die Landesregierung voranbringen. Deshalb hat das Kabinett einen Umsetzungsplan der Digitalisierungsstrategie vorgelegt, die 67 sogenannte Leuchtturmprojekte beinhaltet. Im Doppelhaushalt 2018-2019 wurden dafür von der Regierung 265 Millionen Euro bereitgestellt. Mit dem Breitbandausbau zusammen beträgt das Investitionsvolumen der Landesregierung für die Digitalisierung sogar 1 Milliarde Euro. Das ist das Dreifache von dem, was im Koalitionsvertrag vorgesehen war. Thomas Strobel zeigt sich zufrieden mit dieser Politik. Baden-Württemberg sei somit Vorreiter im Bund. Ich bin sehr dankbar, dass wir im Grunde genommen in Baden-Württemberg 1,5 Jahre weiter sind. Diese Gespräche haben wir schon vor 1,5 Jahren miteinander geführt und das Thema Digitalisierung als ein zentrales Thema des Regierungshandelns in Baden-Württemberg identifiziert. Um die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung voranzutreiben, sind der Landesregierung vor allem die Unternehmensgründer wichtig. Deshalb nimmt die Regierung 25 Millionen Euro in die Hand, um diese zu unterstützen. An einigen Orten im Land funktioniert das bereits auch ohne finanzielle Hilfe. In der Region Karlsruhe ist es eine deutlich fünfstellige Anzahl von Menschen, die bereit sind, kleinen und mittleren Digitalisierungsunternehmen arbeiten. 40%, über 40% der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Karlsruhe kommen inzwischen aus dem IT-Bereich. Den mittelständischen Betrieben soll die Digitalisierung kein Klotz am Bein sein. Deshalb investiert die Landesregierung in Partnerschaften mit Start-ups und Universitäten. Warum das helfen kann? In einer Schreinerei oder einem Sanitärbetrieb mit 20 Mitarbeitern will, dass sein Betrieb zukunftsfähig bleibt. Und dann muss das ein Betrieb sein, der mit der Digitalisierung zu tun hat. Er wird sich keinen Softwareingenieur in seinem Betrieb einstellen wollen und können. Auch bietet die Landesregierung Hilfen über regionale Digitalisierungszentren. Hier gäbe es ein umfangreiches Beratungs- und Weiterbildungsangebot. Auch die Bildung im Bereich der Digitalisierung möchte die Regierung fördern. Hierfür wird mit knapp 60 Millionen Euro das meiste Geld bereitgestellt.